Salve! Hier ist Christian Schlegel und heute ist Freitag. Nee, Quatsch, Donnerstag, der 6.6. Wir haben rund 19 Uhr und in diesem kleinen Clip geht es um die Nasdaq. Die haben wir das letzte Mal gemacht, ich glaube am 22.05. Also auch schon wieder ein paar Tage her. Und da waren wir hier in diesem Bereich und ich sagte, es besteht hier die Chance eines Doppelbodens mit sogar einem Rücklauf bis zur 20-Tage-Linie. Aber im Prinzip, wenn wir das Touchieren von der 200-Tage-Linie und dem 38,2er Retracement lieber. Ich habe dann sogar gesagt, ich glaube, da kommt ein größeres Ausatmen. Gut, jetzt hat der Lümmel sich schon wieder ziemlich erholt. Ist gar nicht so verkehrt, was der hier macht. Wir sind jetzt hier, das Tief war 6.939 und wir sind jetzt hier bei 7.235. Jetzt hier im Moment. Von den Bändern hier bekomme ich keine Unterstützung, gar nichts, kein Signal, überhaupt nichts. Die verhalten sich völlig neutral. Der Trend ist noch immer nach unten gerichtet und gilt erst dann als positiv, wenn wir diesen Punkt hier, und der ist weit weg, bei 7.625 per Schlusskurs überbieten. Das heißt, wir sind hier in einem kleinen Downtrend oder in einem untergeordneten Downtrend, untergeordnet von diesem langen Aufwärtstrend. Sind wir aber drin. Wie gesagt, positiv, wirklich positiv, erst über 7.625. Jetzt hat die Technik schon einen ordentlichen Schluck aus der Pulle genommen. Ja, wir sind jetzt hier schon im Bereich 55, das MACD ist aber auch noch positiv. Es ist beides noch positiv. Das heißt, der Nasdaq hat meines Erachtens nach locker die Chance, hier bis zur 20-Tage-Linie zu gehen. Das ist eine klassische Korrektur von aus dem Band oder vom unteren Band an die 20-Tage-Linie, genauso wie oftmals vom oberen Band an die 20-Tage-Linie. Die hat er, die will ich ihm auf jeden Fall auch zusprechen. Die Frage ist, wie lange er dafür braucht. Wenn er das an einem, sagen wir mal zwei Tagen, bis morgen Abend, Freitag macht, dann wäre das noch gut. Wenn er dafür jetzt allerdings drei Handelstage braucht, baut sich die ganze Geschichte hier ganz erheblich auf und dann wird es umso schwieriger, diese 20-Tage-Linie zu brechen. Ich persönlich bin noch nicht von den Märkten, egal ob es jetzt Dow ist, Nasdaq, DAX, überzeugt. Wir haben heute im DAX auch wieder gesehen, 12.075, dann 11.900, das ging schon schnell. Es ist nach wie vor, meines Erachtens nach, kein Vertrauen in die Märkte. Ob jetzt die Fed-Story gespielt wird oder nicht, ja, mein Gott, ja, die ist jetzt auch schon wieder rum. Sagen wir es mal so. Ich habe euch einen Call mitgebracht. Auch hier sage ich genau wie beim letzten Film, es ist nicht meine erste Wahl. Es ist, ich habe das hier als Potenzial und ich habe das hier noch weiterhin als Risiko. Dennoch ist es durchaus eine Möglichkeit, wie man an noch steigenden Kursen partizipieren könnte. Allerdings würde ich die, oder lege ich die Basis unter das 50er Retracement. Und da kam ich auf den hier, das ist ein 6855er Open-End-Schein von Goldman und das ist die GA2FGS. Der liegt also hier drunter. 6855 ist hier. Etwas unterhalb des 50er Retracements von dieser ganzen Bewegung hier. Schauen wir mal auf den Put. Also per Trenddefinition muss ich den Put hier hinterlegen. Dann wären wir bei 7634 hier. Das wäre dieser Schein, auch ein Open-End-Schein von Goldman Sachs. Das ist die GA5UAF, F wie Friedrich, GA5UAF. Ich muss ihn hier hinterlegen, würde eigentlich noch warten, schafft er das jetzt wirklich bis zur 20-Tage-Linie? Vorher würde ich die noch nicht anfassen, ja, weil die Möglichkeit hat er hier, hier auch wieder ins Band reingesprungen. Allerdings glaube ich tendenziell nach wie vor, wir schaffen dieses letzte Zwischenhoch nicht bei 7625, 7630 mit Schlusskurs. Deshalb gehe ich weiter davon aus, dass das hier nichts anderes ist als eine Korrektur in einem untergeordneten Downtrend, die erst dann beendet ist, wenn wir eben diesen Punkt hier überwunden haben. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.